Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part Sims Lebensgeschichten. Lukas und Naomi sind verheiratet, haben gerade ihre Hochzeitsnacht quasi gehabt und sind, soweit ich das sehe, mit ihren Bedürfnissen voll zufrieden und putzemunter. Nachts um 3 Uhr irgendwas. So, jetzt muss ich mal was checken. Die müssen heute arbeiten um 14 Uhr und er um 23 Uhr. Boah. Okay, dann würde ich sagen, ja, dann macht ihr mal das da. Muss mal kurz gucken. Ich habe ein bisschen leise gestellt bei mir im Headset. So, jetzt höre ich wieder was. Ja. So, ihr zwei seid so gut und zieht euch mal was an. Und Naomi, ja, du gabst dich auch. Nein, 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 nein. Jetzt bleibt doch mal da. Umziehen, Alltagskleidung, weil ihr fahrt jetzt gleich mal weg. Genau, du räumst ab. Beziehungsweise hol vorher noch ein Taxi. Anrufen, Taxi. Warte. Ja, was jammerst denn jetzt wieder? Ist doch nicht zu fassen, ey. Und dann kannst Ich selbst wähle bei dir. Nebe. Du. Mehrere Sims. Voilà. Ja, du Ne voilà. kannst. Hier vorne rumsitzen, komm, 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 komm. Lass mal deinen Mann auch was tun, ne? Der darf mal. Oh, wobei, du könntest hier auch aufräumen. Wir wollen, Moment, wo wollte ich denn mit denen hin? Wir wollten doch mal nach Klamotten für Naomi gucken. Da gehen wir jetzt hin, ne? Gut, okay, dann hat sich das erledigt mit dem faul rumsitzen. Er spült noch schnell, okay. Weil zum einen sie sind fit und müssen jetzt nicht direkt auf Arbeit. Das heißt, die können wir nachher nochmal schlafen legen. Das ist dann kein Thema. Aber sie braucht dringend ein paar Klamotten. Und ja, sie können ja noch mit ihrer Hochzeitsnacht ein bisschen was Schönes tun, ne? Ja, so finde ich das gut. Dann Abmarsch, ihr zwei. Tschüssi. So. Ach nee, ehrlich. Leute. So, ach so, wir haben ja wieder dieses Riesenhaus da. Halt, nee, dahin. Und so, was will er denn? Oh, die Wünsche haben sich geändert. Er möchte ein Baby bekommen. Ne? Das ist doch schön. Mit Naomi tanzen, Naomi sprechen, Rücken kraulen. Kannst du gleich alles machen? Hat sich ihr Wunsch auch so geändert? Ja, jetzt will sie auch ein Baby haben. Das ist doch perfekt, würde ich mal sagen, ne? Wirklich perfekt. So, wo seid ihr denn, ihr zwei hübschen? Ich sehe euch gerade gar nicht. Ach da, ihr steht da so rum. Dann könnte ihr mal miteinander reden und ja, du kannst dir auch noch einen Witz erzählen. So, da haben wir das schon mal gemacht. Ja, Eva, hast du für eine Leber, was ich da gesehen habe? ja, und schon geht's ihnen gut. Ja, mitten in der Nacht zum Einkaufsbummel oder ganz früh morgens um 5:41 Uhr. Sie lacht sich ein. Komm mal her, mein Süßer. Hi, ist das nicht unsere Sandra Luftig oder wie die heißt? Egal. Ja, Hunger hättest du jetzt auch mal langsam, ne? So, Naomi, wir sind ja aber nicht ohne Grund hier. Wir wollen für dich nach ein paar schönen Sachen gucken. Kaufen, Alltagskleidung. Und Lukas, du kannst mal machen, was du willst. Mir pieps egal. Hauptsache, du machst hier nichts Schlimmes, ne? Ja, geh mal einfach gucken, was die hier so zu bieten haben.
So, wir gucken mal am besten bei Komplett-Outfits. Was passt denn zu unserer Naomi? Irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Das Kleidchen hat sie, ja. Ja, nee, oder? Was so für im Winter vielleicht? Sowas? So, ja, das sieht schon mal ganz nett aus. Und für daheim rum, was locker, legeres, so vielleicht. Boah, auch nicht schlecht, ja. Boah, das Türkis gefällt mir aber schon ganz gut, dann nehmen wir das auch noch mit. So, ein schönes Kleidchen vielleicht noch, so was Rotes. Ja, das sieht doch schick aus. Ab damit in den Korb. Was haben wir sonst noch an Sachen? Ja, hier sind, ich finde die toll. Ich finde die einfach schön. Grün vielleicht mal. Was ist das da? So komisch blau. Nö, nehmen wir mal das Grüne da. Ab damit und... Blau. Nö, das reicht, glaube ich, auch. Ne? Sie kriegt ja... Jetzt hat sie so für jede Wetterlage mal was. Das ist okay. Damit können wir leben. Ja, nimm das mal mit. So, was haben wir denn hier sonst noch? Ah, ist doch die Kontrastik. Unterhalten. Oder nee, komm. Nee, ihr seid auf... Halt. Stopp. Was macht ihr gerade? Was will er denn? Tanzen, Rücken kraulen, flirten. Ja, zusammen tanzen könnt ihr hier nicht. Hier gibt es irgendwie keine Musik. Aber flirten kannst du mal. Du kannst dich streicheln und vielleicht auch mal ihren Rücken kraulen und noch mal ein bisschen quatschen. Ja. Wo ist sie denn hin? Hallo, Naomi, wo steckst du? Ach, sie sitzt da faul rum. Ja, ja. So sind sie. Die Leute, ne? Ja. Hallo, du. Komm, lass dich mal krabbeln. Ja. Genau. Ach Gott, was Töne. Eine Massage könnte ich ja auch gebrauchen, sag ich mal ganz ehrlich. Jetzt habe ich die ganze Zeit mit Wärmflasche da gehockt. Wegen meinen Rückenschmerzen. Und kaum sitze ich hier vorm PC, geht es schon wieder los. Weil ich dachte, ich hätte es jetzt halbwegs im Griff. Ja, wie? Das war's jetzt? Was hat denn Naomi für Wünsche? Ja. Ah, sie möchte mit ihm spielen. Na, dann machen wir das doch mal. Dann spielt man eine Runde Hände klatschen. Wie wär's damit? Und schätzen und Witz erzählen. Au, au. Unterhalten. Und dann würde ich sagen, reicht's auch. Dann dürft ihr auch bald wieder heim. Weil hier ist ja irgendwie nicht sehr viel anderes los, was man machen könnte. Da ist ja... Ne? Oder könnt ihr... Ich weiß gar nicht, ob das hier geht, aber man kann so nicht... Nee, außerdem haben die diese Sicherheitskameras, dann werden die gesehen. Nee. Das ist dann... Ja. Oder du rufst ein Taxi. Nach Hause wollen wir. Ja, ach schön. Das dürfte noch reichen, bis das Taxi kommt. Ja, unsere zwei Verliebten. So, dann könnt ihr schon mal hier hingehen. Ja, oder... Genau, du hast es schon richtig im Kopf. Hi. Gut, dann Abmarsch mit euch. Wieder nach Hause. Dann können wir noch was, eine Kleinigkeit essen. Vielleicht noch mal ein bisschen Hochzeitstorte. Und dann legen wir euch wieder ins Bett. Damit die arme Naomi, wenn sie dann arbeiten muss, auch zur Arbeit kann.
Ja. Aber so das mit der Limousine finde ich echt praktisch, dass die dann wieder alle Bedürfnisse aufgefüllt haben. Finde ich gut. Lukas möchte Geld verdienen. Ja, kannst du, gell? So, jetzt willst du flirten und einen Witz erzählen. Warte mal kurz. Dann mach das doch mal. Hier, hallo. Unterhalten, witzken und flirten. Was kannst denn du Schönes machen? Mal kneifen. Wer von euch hatte jetzt die Hochzeitstorte? Ich glaube, sie hat die. Gucken wir gleich bei ihr. Ja, da ist sie. Juhu. Zack. Dann könnt ihr da nämlich noch mal ein Stück von essen. Hey, Bella. Oh, ich sehe da was. Harndrang. Ich glaube, es geht schon langsam los hier. Na, mal schauen. Wir kriegen das hin. Alles kein Thema. So, dann schnappt euch mal was zu futtern. Na, Omi weiß es ja vielleicht noch nicht, aber sie ist ja jetzt auch für zwei, ne? Ja. Ach, schön. Ich bin das voll. Oh, Ren. So balam. Pavel sei Vramanitsch. Was ist denn? Ojabaran, Krummel. Was ist denn? Gut, da das ein bisschen länger dauert, schulen wir das mal ein bisschen. Ja. Ey, nicht über irgendwelche Leute mit dunklen Haaren. Kannst du mal säubern, benutzen, säubern und duschen. So, warte mal, sie sitzt da und weiß gerade nicht, was sie damit soll. Du gehst auch bitte mal, hier, säubern, benutzen und dann darfst du... Wieso hat die noch Hunger? Moment. Naomi hat noch Hunger. Das geht natürlich nicht, sehe ich jetzt erst. Du hast doch eben gegessen. Dann nimm dir noch einen Teller. Hopp. Weil sie müssen wir nämlich langsam dann mal ins Bett packen, dass sie noch ein bisschen schlafen kann, bevor sie los muss. Die hat ja in ein paar Stunden, muss die ja schon arbeiten, ne? So, ess du mal noch was. Okay. Dann machst du das. Anschließend kannst du hier abspülen und darfst dir meinetwegen auch noch einen Teller nehmen. So. Einer nach dem nächsten. Wer ist das? Ah, unser Postzeitungsmensch da. Wer ist das überhaupt? Konrad Recht. Ah ja, Konrad Recht. Oh oh. Ja, sie rennt aufs Klo. Oder sie läuft aufs Klo. Oder wie war das? Ach, da willst du hin. Okay. Ja, ihr seid ja verheiratet, ne? Also sollte ja möglich sein. Irgendwie geht der Hunger nicht so richtig weg. Ja, ich glaube, so nahrhaft ist dann dieser Kuchen doch nicht, ne? So eine Torte hat zwar haufenweise Kalorien, aber richtig satt machen tut es nicht. So. Ey, das passt ja perfekt. Und dann kannst du auch duschen. Dusche mal und dann gehst du bitte schlafen. Am besten hier. Und du räumst ein bisschen auf. Er muss ja erst heute Abend wieder auf die Arbeit, also hat noch Zeit. Das ist dann insofern kein Thema. So. Tschüss, Naomi. Schlaf schön. Träum süß. Normal hätte ich euch ja nochmal techtelmechteln lassen, aber... Nee, das ist mir zu gewagt. Die bei Naomi, die soll jetzt sich richtig ausschlafen können. Das ist wichtiger. Die muss ja, wie gesagt, auch bald wieder arbeiten. So, dann darfst du das abspülen. Den Rest der Torte packen wir ihr wieder ein, damit sie was hat. Für die Heißhungerattacken. Ja. Weil ihr seht's, ne? Energie ziemlich runter und Hunger hat sie auch schon wieder. Also wenn die aufsteht, muss sie erstmal was essen. Ja. Gut, kannst du noch irgendwas anderes machen? Säubern, hier, da mal.
Säubern da. Und dann kannst du hier noch aufräumen. Aufräumen. Recyceln. Was haben wir hier? Keine Post. Und dann kannst du meinetwegen noch Kreuzworträtsel lösen. Und dann gucken wir mal. Das würde ich auch ins Bett packen. So. Ta-ta-ta. Ich verfolge dich. Ach stimmt, er hat ja jetzt... Was machst du denn jetzt damit? Hä? Wo bist du denn hin? Ach so, okay. Nee, dann recycle das doch gerade noch, komm. Weil eigentlich wollte ich nämlich auch die Sachen hier wieder verkaufen. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Und wer weiß, das Geld bräuchte die später vielleicht... würdest du mal hier noch für andere Dinge, ne? Meine Hochzeit war jetzt und dann... Oh Gott. Ich und Löchen von Sachen. Das ist immer so eine Sache für sich. Zack. Schöne Hochzeitsbuch und weg ist er. Wow, der war aber nicht billig. Weg damit. Und das Lichtchen auch. Weg. Und da war da noch eins, genau. Naja, die Lichter hätte man vielleicht lassen können, aber egal. Jetzt sind sie erstmal wieder weg, die Sachen. Und es ist immer noch hügelig, wie ihr seht. Also, ja, egal. So, dann kannst du, würde ich sagen, auch schlafen gehen. Komm, geh auch schlafen. Und dann müsste das einigermaßen hinhauen mit ihm bei... 23 Uhr oder was, keine Ahnung. Was hat er denn sonst noch am Wünschen? Er will eine Stereoanlage, ein Esszimmer, Stuhl, ein Spiel. Ja, was du mir alles willst, Junge. Ihr macht jetzt erstmal einen auf Familiengründung. Alles andere ist mir egal. So, und sie möchte was? Ah ja, das Baby mit ihm Lukas kitzeln und einen Fähigkeitenpunkt und sich mit... Entschuldigung, mit Carlotta eng anfreunden. Ja, Fähigkeitenpunkte finde ich gut. Und mal gucken, was man da noch machen kann. So, jetzt muss er aber erstmal ausschlafen. Oh Gott, oh Gott. Und da ist schon das Auto und sie konnte noch nicht mal was essen. Egal. Raus aus den Federn. Dein Auto ist da, Naomi. Glubber. Gott sei Dank weiß ich, dass er auf der Arbeit was zu essen kriegt. Sie wird also nicht verhungern. Insofern ist das ganz okay. So, mal gucken. Ist Lukas? Ne, der schläft noch. Ja, lassen wir das Telefon sein. Ui. Also ich finde diese Uniform echt schick. Dieses Hemd finde ich klasse. Ja. Und ein schickes neues Auto. Ne, hier. Nicht mehr diese olle Rostlaube da. Ja. Fein, fein. Und tschüss. Schade nur, dass sie jetzt so komische Uhrzeiten haben im Arbeiten. Aber naja, gut, die werden auch relativ schnell wieder befördert und dann passt das auch wieder irgendwie. Wer war das? Alles heil? Ja, wir müssen ja immer noch ein bisschen gucken wegen dieser Natascha, ne? Die da, ja, ne? Was ich immer noch nicht ganz verstehe oder verstanden habe, ist... dass Lukas hier bei der Hochzeit seine Freundin nicht einladen konnte. Also, eigentlich fand ich irgendwie ein bisschen doof. Die scheinen aber wirklich jetzt nur zu der Story zu gehören. Und ja, naja, ist dumm, ne? So, dann kannst du duschen oder ne, gehst einfach Hände waschen. Und dann kannst du mal da unten ans Telefon gehen, dass sich hier tot bimmelt. Oder auch nicht mehr. Doch, immer noch. Jo, dann mach mal hin. Tü, 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 tü. Komm. Ich warte, wer ist das? Dominik Wall. Ah, und tschüss. Ah, mal gucken, wer da anruft. Hallo, Fremder. Ich dachte schon, du wärst... Ja, ich wollte euch zur Hochzeit einladen. Ihr könnt ja nicht kommen. Nein, 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 halt. Halt. Erst gucken wir mal. Du hast bestimmt noch das eine oder andere. Da hast du einen Hotdog rumliegen. Oh, er hat ja auch ein Handy. Stimmt. Dann ess doch mal diesen Hotdog auf. Dann können wir das mal entsorgen hier. Also ehrlich. Teller nehmen. Zack.
Immer dieses Kochen, 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 nur weil euch langweilig ist, ne? Macht erstmal das weg, was schon da ist. Ist viel interessanter. So, er muss jetzt um wann? 23 Uhr. Mhm. Oh, er könnte sich vielleicht nochmal für Mechanik interessieren. Als DJ braucht er das scheinbar. Außerdem finde ich Leute, die mechanisch begabt sind, echt cool. Ja, er möchte zur Arbeit gehen. Er möchte... Aber schön, dass sie beide auch den Wunsch jetzt nach einem Baby gekriegt haben. Das finde ich echt cool. So, dann mach du mal schneller hier. Ess mal. Okay. Ja, abräumen könntest du es auch von selbst. Genau. Und anschließend lernen Mechanik. Ah. Machen wir da noch mal ein bisschen was. Oh, er wird älter. Wie alt bist du denn überhaupt? Oh, in 21 Tagen wirst du knackert. Das werden wir aber nicht mehr erleben. Wir erleben euch nur noch, bis ihr Familie gegründet habt, so richtig. Also bis Baby kommt, ne? Dann ist Feierabend. Sieht aber schön aus, so mit dem Hintergrundfenster da. Also, dass man da so richtig schön durchgucken und rüber gucken kann. Nicht schlecht, so. Ah, Naomi kommt. Sehr schön. Da ist sie wieder. Wie geht's ihr denn? Oh oh, sie kommt reingerannt. Muss sie auf Toilette? Nö. Oder? Doch. Das Fragezeichen mit Babysymbol. Ja. Oh, du hast daneben gekleckert. Och Gottchen, Naomi, ist die so schlecht? Ja, komm, dann mach das direkt mal sauber. Das muss man ja niemandem überlassen. Nee, das ist... ja, und dann kannst du Hände waschen und dich hier ein bisschen faul hinsetzen. Bisschen Komfort brauchst du jetzt. Nö, danach hat sie eh 2 Tage frei. Auch schön. Das kommt gut. So. Hattest du nicht noch irgendwelche Wünsche für deine Frau? Da war da was. Reden, küssen. Dann tu das doch mal weg. Hast ja jetzt lang genug gelernt. Hallo, Liebling. Sitzen. Le Blinse, la Gabler. Hafa Patene, la Chest. Ja. Moran. Moran, at Boston. Ich sehe da. Flette. So ein bisschen kuscheln muss sein, gell? Das ist einfach. Ha, ich hab dich so vermisst auf der Arbeit. Juhu! Übrigens, mir war wohl ganz schlecht. Ich hab da einen Verdacht. Oder ich hab was Falsches gegessen. Schmatz, schmatz. Ja, ja. Ja, da geht's zur Sache. Was willst du denn jetzt mit Verwandten sprechen? Du hast außerdem da keinen Verwandten. Na gut. Was willst du noch Schönes? Ach, schon wieder so Zeugs, okay. Ich würde sagen, du gehst dann noch schnell auf die Dusche. Weil du wirst auch gleich abgeholt. Aber immerhin, der Komfort geht runter. Das ist ja schon mal was. die Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. So, komm, hört mal auf. Und du könntest mal deine Freundin anrufen. So ist er aber. Ja. Ja, die da. Und plaudern. Ja, so ist das. Oh, Framanet, Framy, have a son Lamon. I just do the humor. So, du darfst hier noch ein bisschen Nachrichten gucken, bevor du los musst. Okay. Dann könntest du gerade mitmachen.
Genau. Flamme, look at that. Und jetzt schon wieder. Ah ne, sie müssen nur ganz normal auf die Toilette. Okay, so, du gehst raus. Und tschüss. Viel Spaß auf Arbeit. Mach einen guten Job als DJ. Sag bloß, er hat immer noch die Rostlaube. Ja, irgendwie, oder? Ist das ein anderes Auto? Mal gucken. Nein, das sieht immer noch nach Rostlaube aus. Irgendwie so ein bisschen. So, sie hat... Okay, dann kann sie auch mal... Nee. Ach, dass ihr immer alle an den Dings rennt. Ich weiß ja auch nicht. Dusch mal. Außerdem hast du noch zu essen eingepackt, weißt du? Also, das kannst du dann essen. Wir machen erst einmal Reste weg. So. Man muss nicht dauernd kochen. Wenn es nicht nötig ist. Ne? Bisschen Arbeit sparen, das kommt gut. So, dann tust du Essen noch und dann darfst du auch wieder in die Haya. Lecker. Na siehst du, das reicht doch sogar. Macht auch schön satt. Schön wieder einpacken. Wie sie schmatzt. So, und dann würde ich sagen, darfst du das noch abspülen und in dein Bett gehen. Wobei, ich würde dir gern vorher noch mal was anderes anziehen. Ich kann das langsam nicht mehr sehen, was sie da anhat. Ja. Und dann darfst du schlafen. So, komm hoch. Hopp. Auf. Ja, wir sind nicht mehr so schnell, ne? Ach, Naomi. So. Was können wir dir denn anziehen? Wie wäre es denn mal mit sowas? Oder das Kleidchen hier? Ach, ich finde das Kleidchen mal ganz nett. Komm, das ziehst du an, oder? Ja, ist schick. Und ab ins Bett. Denn gute Nacht. Schlafe schön. Wahrscheinlich bringt das jetzt eh nichts mehr, von wegen Klamotten kaufen und was umziehen. Ich schätze mal am nächsten Tag oder wann auch immer wird sie feststellen, dass sie schwanger ist und dann eh Umstandsklamotten tragen. Apropos nächster Tag, mir fällt gerade auf, dass meine Zeit um ist. Ich mache hier also wieder einen Break. Hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.